Hallihallo und willkommen zurück zu League of Legends. Heute sind wir unterwegs mit Soraka, dem ersten menschlichen Einhorn. Na, obwohl, ob sie ein Mensch ist, weiß man auch nicht so genau. Mit uns auf der Botlane ist Haggai, ein ADC, eine Caitlyn. Moment, ich schalte mal die Musik ab. Ich habe nämlich League of Legends neu installiert. So. Wesentlich besser. Ich habe nämlich League of Legends erneut installiert, weil es bei mir ein bisschen fehlerhafte Daten gab. Und deswegen, ja. Wundert euch nicht, dass in den letzten Tagen ein bisschen weniger Inhalt zu League of Legends kam. Allerdings werde ich auch den Output ein klein wenig reduzieren, da ich merke, dass ich mich ein bisschen überarbeite. Ihr werdet dennoch wöchentlich 3- oder 4-mal League of Legends bekommen. Also am Anfang jetzt mal ein paar Ankündigungen. Darüber hinaus werde ich meinen Channel-Namen ändern, denn Race impliziert ja, dass ich eigentlich nur Rennspiele mache oder generell was über Motorsport. Allerdings ist dem ja nicht so. Ich bin ja auch jetzt allgemein mit Games unterwegs, da ich Games auch sehr, sehr mag. Und deswegen werde ich mich auch umbenennen in Dave Gaming. Ja, das im Vorhinein ganz kurz. Und ja, dann schauen wir nochmal ganz kurz auf die Teams. Wir haben im gegnerischen Jungle Shaco bei uns einen J4. Dann auf der Botlane habe ich ja gesagt Caitlyn und Soraka. Bei den Gegnern haben wir Caitlyn und Braum. Caitlyn aktuell in der Free Rotation, deswegen wird sie wahrscheinlich häufiger gepickt. In der Mitte haben wir Six und Orianna. Und auf der Top Lane Gnar gegen. Gnar gegen Darius. Ja. Zu Soraka. Soraka ist ein Champ, den konnte man kurzzeitig, glaube ich, sogar auf der Midlane spielen. Die wurde allerdings häufig. Auch ich habe kein Smartcast an. Okay, ja, jetzt weiß ich auch, warum das gerade nicht so gut ging. Oh, wir haben Gnar auf der Botlane. Okay, die machen das, was die Leute in der LCS meistens machen. Nämlich tauschen die das. Alle auf Smartcast. Achso, alle auf Schnellzauber auf Deutsch. Okay, sehr gut. Zack. Ja, Soraka konnte man kurzzeitig in der Mitte spielen. Die hat sich sehr, sehr verändert im Spielverlauf. Nämlich kann man sie jetzt irgendwie nur noch als Supporterin spielen. So, was sie auch eigentlich gedacht war. So, und mit eurem Q-Spell macht ihr Schaden und ich glaube, ihr bekommt Leben zurück, oder? Nee, doch nicht. Haben die das wieder geändert? Okay, er wird geslowt auf jeden Fall. Mit dem W-Spell. Ah. Och komm, schade. Egal, 1-1 getradet. War gar nicht mal so schlecht. Ja, verdammt, ich hätte noch einen Keks essen müssen. Ja, ich muss ein bisschen reinkommen. Ja, ich habe in den letzten 2-3 Tagen nicht so häufig gespielt. Aber das geht schon. Das war gar nicht mal so schlecht, der Move. Und auf dem Weg hierher kann ich ja noch mal ganz kurz die Spells durchlesen. Also, Stern aufs Zielgebiet. Gegner, die im Explosionsradius stehen, erleiden 70, also in dem Fall 74 magischen Schaden. Sehr schön, in der Mitte geht's auch gut zur Sache. Na okay, doch nicht so schön. Gegner, die in der Mitte stehen, erleiden 150% Schaden und werden 2 Sekunden lang um 30% verlangsamt. So, Astralin-Fusion. Passiv, pro von Sternenregen getroffenen gegnerischen Champions heilt Soraka bei sich selbst. Ah, okay. Bis zu. Ja, okay. Das ist das, was ich meinte, okay. Wenn man den W-Spell hat, dann hat man als Passive, dass man sich auch selbst heilen kann. Okay. So. Und darüber hinaus, aktiv, stellt beim Verbündeten 128 Leben wieder her. Dies kann nicht gemacht werden, wenn Soraka zu wenig Leben hat. Unter wie viel Prozent? 5% ihres Lebens. Ach, ich merke, die Anzeige ist auch neu hier unten. Oh, das sieht ja gut aus. Na, verdammt, ein Last-Hit sogar gemacht. Und mit dem E-Spell. Na, Schaden, bla. Gegner darin verstummen, bis sie den Bereich verlassen.
Gegner, die noch immer im Wirkbereich stehen, wenn dieser seine Wirkung verliert, werden eine Sekunde lang festgehalten und erleiden 70 magischen Schaden. Okay, sehr, sehr schön. Das freut mich. So, geben wir der Caitlyn nochmal volles Leben. Schön, hier haben wir ein bisschen Leben wieder zurückbekommen, habt ihr gesehen. Und ganz kurz gesilenced. Zum Stun hat es leider nicht gereicht. Aber gut, mal gucken, wie erfolgreich die mit dieser Lane Composition sein werden. So, hier nochmal ein Hit abgesetzt. Ich empfehle übrigens das blaue Support-Item, da ihr damit, ja, mit dem Q-Spell zum Beispiel immer wieder den Gegner hitten werdet. Oder mit dem E-Spell. Na. Okay, man sollte aber nicht zu viel Mana wasten, merke ich gerade. Oh oh, Shaco. Komm schon, warum kann ich denn keine Spells aktivieren? Ist das ein Witz? Och, komm, ey. Ja, okay, das war jetzt, ein Disconnect und das scheint jetzt... Och, komm. Das scheint doch nicht an einer Neuinstallation von League of Legends zu liegen, sondern allgemein scheine ich Probleme zu haben. Na super. Toll. Woran liegt das denn jetzt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, der Darius will, dass wir ihn supporten. Das macht aber keinen großen Sinn. Wenn wir da jetzt hochgehen, denn wir müssen ja eigentlich den Supporter supporten. Dafür sind wir ja da. Warum war ich denn gerade so schnell? So, hier heilen wir die Caitlyn nochmal. Okay, man kriegt nur für Schaden an Champions wieder Leben zurück. Ist es eine passive Fähigkeit? 70% Lauftempo, wenn sie sich auf verbündete Champions zu bewegt, die weniger als 40% Leben haben. Okay, und man hat auch eine gewisse Reichweite. 2500. Und ein bisschen Last Hitten. So, und dann gucken wir mal, dass wir dem Darius auch ein bisschen behilflich sind, indem wir eventuell einen Late Swap machen. Na, Caitlyn. Ja, sehr schön. Auch damit einverstanden. Ey, ich habe schon wieder ein Disconnect. Das ist doch ein Witz. Was zur Hölle soll denn das, Mann? Ist das jetzt der Server, der so instabil ist? Oder ist das... Ja, was ist es? Das ist jetzt die Frage. So, lieber Darius, du kannst auch weggehen. Eieieiei, ich hoffe, dass das einigermaßen wird. Mit stetigen Disconnects kann man nichts anfangen. Es muss eigentlich auch an League of Legends liegen, denn ich war letztens mit Freunden in der Konferenz, hab dann auch gezockt und dann hat's perfekt funktioniert. Die Konferenz allerdings, nicht das Spiel. Das war ein bisschen doof, ne? Das heißt, es müsste an League of Legends liegen. Naja, ich werde es mir mal anschauen, was man dagegen tun kann. Gibt sicher im Internet genug Support dazu. Na, schade. So, und so schnell kann man das Spiel verlagern. So, dass beide aktuell auf der Top-Lane sind. Also beide Bot-Lanes auf der Top-Lane sind und beide Top-Lanes sind auf der Bot-Lane. Ja, jetzt könnten die eigentlich ihrerseits nochmal einen Lane-Swap machen. Denn der Gnar kommt solo gegen zwei Champions wesentlich besser zurecht als Darius. Das liegt einfach daran, dass Gnar auch ranged angreifen kann. So, hier der Hit. Da haben wir ihn nochmal dran gehindert, dass er...
wegporten kann. Sehr schön. Hier nochmal der Caitlyn Schaden gemacht. Und da sieht man, okay, kaum sind wir wieder in der normalen Paarung. Schon passt das ganz gut. Na komm, silenzen. Und unsere Ulti, die kann auf der gesamten Map bei jedem Champion Leben wiederherstellen. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Ulti, falls man einen Teamfight oder so hat. Na. Oder ähnliches. So, ich kann hier schon warden, kein Problem. Ich ward einfach überall mal durch. So. Und deswegen ist es auch immer wichtig, als Soraka hier die Lebensbalken im Blick zu haben. Zum Beispiel jetzt hat der Darius kaum noch Leben. Ja, sehr schön hier den Shaco angegriffen. So. Schön, der Jarvan hat den gegnerischen Six gekillt. Der Darius, ja, wo hatten der denn kein Leben? Unterm Turret, okay, das ist ja noch eine sichere Position. Bam. Na, ganz kurz war sie gesilenced, ja. Ja, das kann man ein bisschen so machen, dass man es in den Laufweg von Gegner setzt. Oder aber... Oh. Oder aber... Na, schön hier die Ulti nochmal abgefangen von der Caitlyn. Oder aber man setzt es so ab, dass man den Gegner direkt silenced. So, und hier ist unser J4. Nein, komm schon. Und, nein, ich dachte, sie wäre jetzt gestunt. Verdammt. Das war ganz knapp. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz zurück, liebe Caitlyn. Und gleich sind wir wieder da. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder keinen Disconnect habe. So, oh mein Gott, das ist ja fett, die Ansicht. Also, das ist ja schrecklich, wenn man das Spiel neu installiert. Skalierende Gegenstände. Skalierend? Na gut. Ah, Mann, 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 Mann. Jetzt sag nicht die Caitlyn. Och, komm schon, Caitlyn. Wart doch auf uns, bis wir wieder da sind. Und wie groß ist die Reichweite der Passiven? Ach, gar nicht mal so... Moment. Doch, größer als ich dachte. Ja. Er ist sogar leicht verpixelt sogar. Mann, Mann, Mann. Ach, die Einstellungen sind auf Mittel. Och, komm jetzt mal. Seriously? Das Teil erkennt nicht, dass ich eine GDX 970 drin habe mit einem i5, bla bla bla. Ey, schon wieder. Meine Fresse. Was sollen diese Kacklecks, Mann? So. Ja. Okay. Vorsicht, in der Mitte wird's gefährlich. Oh, da ist auch Gnar in der Mitte. Da sind alle in der Mitte. Mann, Mann, Mann. Das ist aber immer wieder blöd, wenn man unsicher ist, ob man nicht eventuell einen Disconnect bekommen wird. Denn dann kann man eigentlich nicht wirklich... etwas offensiver agieren, auch wenn man es gerne würde, jetzt zum Beispiel. Das hätte mir genauso gut hier passieren können und dann hätten wir ein gefundenes Fressen für die verdammte Kacke, jetzt mal ehrlich. So, hier, schöner Engage, sauber gemacht, dreifach Tötung für die Orianna und erholen wir mit ihr den Turret. Kriegen wir auch noch ein bisschen Gold durch unser Support-Item, sehr schön. Hier noch einen Hit absetzen. Und ab auf die Top-Lane. Oh nein. Oh, verdammt. Ja, das ist ein bisschen doof. So, komm. Die kriegen wir hin, lieber Jarvan. So, bleibt nur lang genug drin. Und wir haben einen Kill. Tut mir leid. Ich wollte ihn gar nicht killstealen.
Ich wollte ihn nicht kill ziehen. Was hat denn der für eine Sprache drin? Also, ja. Immer wieder interessant, sowas zu sehen. So, komm. Aber mit Soraka kann man eigentlich doch noch ganz okay Schaden austeilen. Die Lane ein bisschen pushen. Ja, ich muss mir gleich Mana-Regeneration holen, damit ich mir ein bisschen meine Spells auch spammen kann. Denn nur so können wir unsere Mitspieler gut heilen und nur so können wir auch mit dem Q-Spell unser Leben erstmal hochziehen, damit wir was an Leben haben, um die Gegner zu heilen, um unsere Mitspieler zu heilen. Ja, sehr schön, der ist jetzt gestunt, aber wir werden hier einfach vernichtet. Ja, okay, da laufe ich sogar rein. Ja, nicht so gut. Ah, die engagen hier gerade alle beim Drake, okay. So, ich habe aktuell viel zu viel dabei. Der Kelch bringt uns gute Mana-Regeneration. Alle 5 Sekunden 2% des fehlenden Manas sogar. So, und es sieht so aus, als müsste ich League of Legends gleich nochmal installieren. Naja. Na okay, Neuinstallation wird wahrscheinlich nichts bringen, aber dann muss ich halt irgendwas machen. Ja. So, wir können unsere Mitspieler auch heilen, falls es für sie brenzlig wird. Na, komm her. Die Ulti übrigens, die zieht bei euch kein Leben ab. So, und der Darius, der ist aktuell ein bisschen gefährdet. Na, kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Okay, ein Flash gewastet dafür. Aber ein bisschen Farm bekommen. Das ist ja das Allerwichtigste als Support, dass man viel farmt. Nein, Spaß. Man sollte gar nicht farmen als Support. Das ist aber auch schon logisch. So, bam. Aber wir machen ordentlich Schaden, vor allem mit dem Support-Item. Wenn wir jetzt die Caitlyn silencen könnten, das wäre was sehr, sehr Gutes. Na, ja, sehr schön. Der J4 hat wenig Leben. Dadurch werden wir schneller. Bam, der Treffer. Können ihm auch so noch Leben geben. Es ist ein Leben und Geben und Nehmen. Schon. Ja, sehr schön hier, Orianna, mit dem Kill. Und die Ulti von der Caitlyn. Ja, ich weiß, dass du da bist. Oh, schön der Jarvan hier mit dem nächsten Kill und da auf der Top-Lane. Man kommt gar nicht mehr hinterher, so viele Kills gibt es hier gerade. Mann. Komm schon, den Six, den können wir gut silencen. Nein, die Ulti und wir kommen zur Caitlyn. Nicht zu spät, sehr schön. Tolles Ding, hier der Spell komplett umsonst. Aber sauber, das war ja mal richtig geil. Viele, viele Trades und viele davon gewonnen. Oh, tut mir leid. Ja, ich kann meine Ambition als Laner einfach nicht zurückhalten, teilweise. So, ich bin der Meinung, dass wir hier ein bisschen verschwinden sollten. Nein, es wird gefährlich. Könnte gefährlich werden. Oh ja, hier schön nochmal beim Braum Schaden ausgeteilt. Ja, komm, heilen wir sie nochmal kurz. Na. Ja, wir haben ja selbst kaum Leben. Das ist ziemlich gefährlich. Na, schön ein bisschen Leben wiederhergestellt. Das freut mich immer und immer wieder. Das sind so die kleinen Sachen, die einen immer wieder freuen. Komm schon. Irgendwie fehlt die Top-Lane. Ach, da ist sie, ja. Nein. Och komm, die wird nicht mal gesilenced dadurch. Jetzt mal ehrlich. Die stand doch da, Mann. Am Beckenrand, aber das... Mann. Für manche Bademeister zählt es auch schon als, du wolltest vom Beckenrand springen.
So. Mana-Pots können wir verkaufen, brauchen wir nicht mehr. Und was holen wir uns jetzt? Was ist das für ein Item eigentlich? Das habe ich mir noch nie angeschaut. Einmalig passiv, 8% Lauftempo und gewirkte Heilung und Schilde auf andere Einheiten, auf einer anderen Einheit gewähren dieser 6 Sekunden lang 25% Angriffstempo. Tolles Item, hole ich mir. Das ist super, vor allem wenn man die Ulti nutzt. Und ihr könnt da auch entspannt engagen, Leute. Zum Beispiel der Jarvan jetzt hat wieder Leben. Auch wenn er in einer sicheren Position war, ja, passt aber. Da war die Ulti, glaube ich, nicht so gewastet. So. Komm, jetzt schön farmen hier. Ja gut, ihr wollt alle farmen und ich darf nicht, oder wie? Ja, der doofe Support, der nicht farmen darf. Ja, aber so ist es ja. So muss man spielen, denn ansonsten wird das wieder in einem Chaos enden. Kennen wir ja. So, 17 zu 9. Und ich habe seit einer Weile keinen Disconnect mehr. Das ist gut, das ist erfreulich. Wo werde ich gebraucht? Na, komm her, lieber Braum. Na, das ist ja mal heftig. Schaden erlitten. Wir können dich heilen. Soraka, repariert. Soraka, tauscht aus. So, komm. Aber Soraka kann auch Schaden austeilen. Aber wenn wir Lebensregeneration und... Oh, schade. Das war heftig. Tut mir leid, da habe ich euch ordentlich Farm weggenommen, Leute. ja, wenn man mit Soraka dann viel Schaden macht und viel Lebensregeneration hat, das ist doch geil. Kann man hier immer wieder aufs Neue super, super, super vorankommen. Na, wo sind denn die alle? Wo sind die? So, die Caitlyn hier ganz kurz gesilenced, aber konnten sie noch nicht killen. Oh Mann, hier wieder Gold bekommen. Die Ulti hat sich jetzt auf alle Fälle gelohnt. Ah. Oh Mann, 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 Mann. Das ist gefährlich. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wir haben auch noch nicht genug Leben, dass wir heilen können, glaube ich. Aber wir sollten hier, glaube ich, alle zurückgehen. So wie der Darius. Einfach mal ein paar Körbe werfen jetzt. Nein! Oh Mann, 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 Mann. Ja, okay, der Turm ist leider verloren. So, schnell, 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 schnell. Auf geht's. Und wir holen uns gleich auch noch, Varmox, habe ich mich gerade dazu verleiten lassen. Da haben wir gute Lebensregeneration. Da müssen wir auch nicht auf den Q-Spell hoffen, dass wir schön Leben zurückgewinnen, damit wir die anderen heilen können, weil unser W-Spell kostet uns ja Leben. Sondern wir können einfach die ganze Zeit den W-Spell dann raushauen, weil Varmox uns so viel Leben wiederherstellt, wie wir gar nicht ausgeben können. Ja, vom Farm her, wir sind fast gleich auf mit unserem Jungler und auch, ja, der gegnerische Shaco ist gar nicht mal so weit entfernt. Und der gegnerische Six? Mann, was hatten die Midlane gemacht? Oh, Orianna steht 11-3. Okay, das hat die Midlane gemacht. 1-9, ja. Ja, ist schon schlecht, Six. Gar nicht mal so gut. Na, hier ein bisschen Farm noch gekrallt. Ah, der Braum. Er wäre fast gedingst gewesen. Ihr wisst schon. Gestunt. Hätte man noch ein, zwei Spells nachrücken können. Oh Mann, Mann, Mann. Das wird hier gefährlich. So, hier ganz kurz den Ward wegmachen. So, hier von beiden Leben abziehen. Und hier die Ulti. Und der Shaco ist gestunt. Schön. Hier Leben wiederherstellen gerade mal. Och, verdammt. Wir wollten die Caitlyn. Und er kriegt hier immerhin den Shaco. Ja, er kriegt den Shaco. Schön. Na, nee. Aber den Braum kriegt er nicht. Aber jetzt die Orianna. Die kann doch hier ordentlich noch was ausrichten, oder? Ja, nee, alleine nicht. Na, aber schön. Sobald ich das hier jetzt
gebaut habe, das Item. Wie heißt es denn? Glühender Rauchbrenner. Baue ich dann Varmox und dann Frozenheart. Ja, denn auch Cooldown Reduction ist gut. Das hat sowieso nur 2,4% Cooldown. Also so krass ist es jetzt auch nicht. Wie viel Cooldown Reduction gibt uns das hier? 10%? Okay, dann nützt uns das hier nichts mehr. Dann bräuchten wir irgendwas anderes mit 10%, weil 50% kann man ja nicht haben. Amulett der Solari wäre möglich. So, hier ganz kurz heilen. Hat zwar nichts gebracht, weil sie jetzt sowieso zurückgeht, aber die Geste zählt. So, und mein Heal ziehe ich jetzt auch nochmal hoch. So, komm her, komm her. Komm her, Gnar. Ah! Ja, schön hier nochmal den Six rausgenommen. Entschuldigung. So, hier ein bisschen Warden. Ja, die kleinen Wasserbomben vom Six. Ohoho, und meine Lieblingsbeschäftigung, Farmen. Ach komm, der Braum, der macht das ganz gut, der kommt da immer wieder weg. Oh, und Shaco auf der Botlane will da die Lane pushen. Gar nicht gut. Gar nicht gut. So, und wir haben auch unsere Ulti ready, das heißt, im Notfall können wir die Caitlyn nochmal sehr, sehr stark heilen. Jetzt komm. Den Shaco kriegen wir doch. Wo ist denn der? Na gut, der ist weggekommen. Ja, er ist hier lang gelaufen. Cleveres Beast. Und Gnar. So, jetzt könnt gerne engagen, Leute. So, hier sauber nochmal den Jarvan heilen. Komm schon. Schön. Und gleich nochmal. Ja, da laufe ich doch noch durch Six Spell. Hier versucht nochmal Last Hit zu holen. Schön. Six rausbekommen. Obwohl er bringt mittlerweile gar kein Gold mehr. Da lohnt es sich fast schon mehr, einen Minion zu kriegen. Und einfach hinten stehen und heilen. Das ist als Soraka gar nicht mal so schlecht. Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt haben wir gar kein Leben mehr. Eieieiei. Wenn wir jetzt durch den Teemo-Pilz laufen würden, das wäre lustig. Oder extrem scheiße. So. Aber das ist doch mal grandios hier. Das Teil holen wir uns. Das ist... Warum ist das nicht bei unerlässlichen Gegenständen? Ich finde, das ist wesentlich wichtiger als alle anderen Gegenstände. So. Mann, Mann, Mann. Ich muss hier alles nochmal umstellen. Ich finde mich hier gar nicht zurecht. So. Das Item holen wir uns noch. Oder wir könnten uns die Ionian Boots of Lucidity holen. Dann hätten wir auch 40% Cooldown Reduction. Ich sehe gerade, wir haben sowieso gar keinen Item-Slot mehr für Solari. Na gut, dann holen wir Ionian Boots. Dies ist mein Pfad. Hallo, Rihanna. Hallo, Shaco. Ja, welche Reichweite hat denn der Spruch? Der hat eine viel zu geringe Reichweite, wie ich finde. Ich meine, klar, mit dem kann man ein bisschen Schaden machen, aber... Nein! Ah, okay. Okay. Alles okay. Es wäre cool, wenn man sich selbst heilen könnte. Ging ja früher, soweit ich weiß. Och, komm schon wieder ein Disconnect. Das ist doch ein Witz. Ja, endlich. Ja, geht doch endlich. Ich muss mir das unbedingt nochmal anschauen, woran es liegt. Keine Ahnung, falls ihr irgendwelche Tipps habt, woran es eventuell liegen könnte, schreibt es in die Comments. Wäre ich euch sehr dankbar für. Also wie gesagt, Neuinstallation habe ich schon gemacht, hat nichts gebracht.
Oh, jetzt brauchen wir selbst mal ein bisschen Leben. Na, verdammt, da rennt auch keiner in den Kuhspell, dass wir uns wieder heilen könnten. Okay, ich habe die Ulti ready. Jetzt gucken wir aufs Leben. Jarvan hat jetzt noch genug. Jetzt könnten wir die aktivieren. Schön. Nein. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Nicht sterben, Orianna. Schön. Schön, schön, schön. Ja, sauber. 3-1 getradet. Und das war das 4-1. Schön gemacht, den Gnar nochmal rausbekommen. Und der gegnerische Support ist der einzige, der noch am Leben ist. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch super aus. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, vor allem durch die Disconnects dann, läuft es doch ganz gut. Und ich kann euch auch nochmal eine Empfehlung aussprechen. Das ist, denke ich mal, auch ganz cool. Das kommt nämlich euch zugute und auch noch ist es eine Spendenaktion unter anderem, aber nicht, dass ihr denkt, ich würde euch jetzt zu Spenden anregen. Nein, ihr kennt vielleicht Humble Bundle. Da bekommt ihr viele, viele Spiele, namhafte Spiele und zwar wesentlich günstiger. Da gibt es immer wieder so ein Paket, was zusammengeschnürt wird. Und 10% der Erlöse gehen an gute Zwecke, aber das ist halt immer so, dass das Paket auch so gut ist, dass es sich auch so schon lohnt, das zu kaufen. Ich würde mir zum Beispiel auch jedes Paket holen, wenn es keinen Charity-Zweck hätte. So ist es allerdings nochmal ganz schön. Und zwar könnt ihr da für 1 Dollar oder je nachdem wie viel ihr zahlen wollt, euch aktuell 6 coole Spiele holen, oder ich glaube 6, 4 oder 6 oder so. Und wenn ihr 5 Dollar oder mehr zahlt, bekommt ihr sogar noch mehr gute Spiele. Ja, unter anderem Command & Conquer Generals, was ich extrem geil finde. Und da lohnt es sich eigentlich immer und immer wieder mal vorbeizuschauen. Humble Bundle, eine super Seite. Humblebundle.com. Ja, wie gesagt, hervorragende Seite. Würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, das aktuelle Bundle. Hier nicht sterben. Schön die Ulti. Oh, und nochmal die Ulti von mir. Und ich habe mich noch gerettet. Lohnt sich auf jeden Fall sehr. Für 1 Dollar bekommt ihr da Spiele im Wert von locker 20 Dollar. Und da kann man einfach nicht Nein sagen. Also, wenn die Spiele euch passen, schaut mal rein. So. Das war ja mal spannend gerade. Mann, 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 da wären wir fast gestorben. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Gold. Wir brauchen schon ein kleines bisschen Gold, damit wir uns Warmogs holen. 700 insgesamt. Na, aber aktuell können wir uns kein weiteres Item zulegen. Schade. Na, okay, doch, wir könnten uns ein Item zulegen. Da kriegen wir nämlich jetzt 10 Gold statt 5 Gold für jeden Hit an gegnerischen Turrets oder Champions. Ist auch empfehlenswert, das auf Level 2 zu bringen. Level 3 ist jetzt so ein Item, das braucht man erst gegen Ende des Spiels. Wir sind ja schon fast am Ende des Spiels. Ach, das bringt uns auch dann nochmal 10% Cooldown Reduction. Cool. Aber das ist auf jeden Fall empfehlenswert, das Item. Ja, Red Buff. Nee, nee, Red Buff wollte ich nicht. So, hauen wir mal hier rein. Man muss ja auch ein bisschen farmen, auch als Support. Wenn ich jetzt ein bisschen Lebensrückgewinnung hätte. Ja, oder Lebensregeneration. Das wäre schön. Habe ich aber nicht. Und wir gewinnen das Spiel sowieso. Also von daher werde ich Soraka Warmogs jetzt auch in dem Spiel leider nicht sehen. So, Caitlyn allerdings mit einem Double Kill. Gnar versucht da auch nochmal alles. Aber das wird denen nichts nützen. So, hier nochmal den Q-Spell rein. Ja, und ich weiß nicht, mit Soraka kann man meiner Meinung nach noch nicht wirklich in der Mitte spielen. Karin nicht unbedingt, aber ist auf jeden Fall ein cooler Champ. Ach komm, bei dem Turm kriegen wir unsere 10 Gold nicht, oder wie? Jetzt aber, sehr schön, bei dem Inhibitor bekommen wir das. Oh Mann, lasst mich doch ein bisschen farmen, Leute.
So, okay, ja. GG. Leider ohne Warmogs, aber trotzdem war es schön. Baron and Finish. Baron? Warum sollten wir jetzt noch den Baron machen, Leute? So, ich gehe jetzt, na, ganz kurz nochmal farmen. Jetzt haben wir genug Gold für Warmogs. Komm schon. Nein, wir kommen nicht zurück. Aber das ist der Sieg. Gewonnen. GG. Well played. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Heilung wir gewirkt haben. Das dürfte eine Statistik sein, die allein uns gehört. Na, ja, so, da sehen wir es. Ja, wir haben sogar mehr Gold als der Darius gehabt. Wie hat der das denn angestellt? Wir hatten genauso viel Farm wie unser Jungler. Mehr als der gegnerische Support, okay, ja. Und die gegnerische Mitte, die hat uns nochmal überholt. Ne, waren wir kurzzeitig mal vor dem? Auf jeden Fall waren wir nah dran. So, Heilung gewirkt. Da waren wir ja gar nicht mal so stark. What the hell? Ja, okay, sobald der Darius Lifesteal hat und er hat die Hydra unter anderem, ist es auch gar nicht mal so easy. Und ich weiß gar nicht, ob die Healpots dazu zählen. Ja, weil er hat hier die kristalline Flasche und da kann er jedes Mal, wenn er in die Base geht und nochmal zurückkommt, sich da nochmal natürlich drei Heilungen, drei von den Teilen holen, drei Ladungen und dann kann er sich wieder heilen. Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.